Bevor der Trainer Klaus Schmidt eure Fragen beantwortet, ein kurzes Statement von dir bitte, Klaus, zum Spiel. Ja, vorab war es für mich persönlich ein Riesenerlebnis, nach 14 Monaten an der Seitenlinie zu stehen, bei einer Mannschaft, die bereit war, ihr Herzblut auf den Platz zu legen. Das hat man auch, denke ich, über die gesamten 94 Minuten gesehen. Die Austria hat nach 10, 15 Minuten in der ersten Halbzeit spielerisch ein wenig mehr von der Partie gehabt. Zweite Halbzeit haben wir dann das eine oder andere versucht umzustellen und da denke ich, dass die zweite Halbzeit eher uns gehört hat. Wenn man die Chancen anschaut, beziehungsweise die zwei Lattenschüsse, hätte man mit ein wenig Glück da heute einen Dreier mitnehmen können und das wäre großartig gewesen, aber ich bin mit dem Unentschieden auch nicht unzufrieden. Danke, Klaus. Eure Fragen bitte. Bitte. Die Burschen sitzen in der Kabine und sind traurig. Ja, und deswegen sind es zwei Verlorene. Für mich ist es ein Gewonnener. Weitere Fragen? Thomas, bitte. Dann mache ich einmal weiter. Zuerst einmal willkommen zurück. Dankeschön. Ihre Mannschaft hat heute über die kompletten 90 Minuten körperlich und geistig frischer gewirkt. Ich meine, ein Trainer, der nur eine Trainingseinheit hat, der kann nicht Hand auflegen und sagen, ihr rennt jetzt mehr und ihr seid besser. Aber A, hat sich das überrascht? Und B, was kann man eigentlich in der Kürze der Zeit der Mannschaft mitgeben? Es hat mich nicht überrascht. Das ist, wenn man so lange in dem Geschäft ist und solche Trainerwechsel habe ich einige schon miterlebt in meiner Person und auch jetzt als Co-Trainer schon Situationen gesehen, wo immer ein neuer Trainer kommt. Da geht automatisch einmal ein Ruck durch die Mannschaft und ich denke, das hat die Mannschaft heute mitgenommen. Und ja, deswegen war das jetzt nicht, das war einfach zu erwarten, dass die Burschen vielleicht die nötigen 5-7% drauflegen. Auf Ihre zweite Frage, was kann man in dieser kurzen Zeit bewirken? Es war die Konstellation extrem schwierig. Ja, es war am Samstag ein Spiel gegen die Austria. Ich bin gestern das erste Mal am Platz gestanden und habe heute noch einmal ein Rematch gegen die gleiche Mannschaft gehabt. Deswegen habe ich mich sehr, sehr auch an das Spiel am Samstag angehalten. Ich habe viele Dinge im Video bzw. auch im Fernsehen von dem Spiel mitgenommen, habe den Burschen auch immer wieder jetzt gestern und heute in der Analyse die positiven Dinge vor Augen geführt und ja, wir haben vielleicht auch den einen oder anderen Spielerwechsel gebracht, der aber sowieso notwendig gewesen wäre, weil die Mannschaft einfach in kürzester Zeit 4 Partien gehabt hat und deswegen waren diese Wechsel auch ja, notwendig von der Belastung her und jeder Einzelne, der da jetzt heute frisch in die Partie gekommen ist, ist über sich hinausgewachsen, sage ich einmal. Ich möchte auch einen Leo Lukacevic da vielleicht die Spur herausheben, der wahrscheinlich schon über ein halbes Jahr nicht über 90 Minuten gespielt hat und der, ja, der hat heute alles reingehaut und wird die nächsten 2 Tage im Sauerstoffzelt liegen. Bitte schön. Wenn man das Spiel am Samstag anschaut, dann hätte die Admira eigentlich auch höher verlieren können, wenn die Austria etwas effektiver gewesen wäre. Heute war die Admira eigentlich dem Sieg näher, sie haben es schon angesprochen. Hat sich das überrascht, diese Änderung innerhalb der angesprochenen Spielart? Ja, ich habe, wie gesagt, wie ich in meinem Anfangsstatement gesagt habe, schon gesehen, dass man nach 20, 25 Minuten ein bisschen den Faden verloren haben und das dort die ein oder andere Schnittsituation vielleicht in Kippen hätte kennen und dann weiß man nicht, wie die Partie ausgegangen wäre. Ja. Aber es war nichts Hundertprozentiges, das die Austria gehabt hat und deswegen ja, hat die Mannschaft immer mehr, je länger das Spiel dauert hat, an diesen Punktegewinn geglaubt und das hat sie drüber getragen und da merkt man, dass die Mannschaft schon funktioniert und intakt ist und das, ich hab keine kaputte Mannschaft vom Damir Buric übernommen. Ja. Ich hab ein Team übernommen,
das funktioniert, das weiß, wo sie hinlaufen müssen. Jeder Spieler weiß, seinen Job zu machen. Und deswegen macht man die, wird da die Arbeit jetzt nicht extrem schwierig werden, sondern ich werde einfach vielleicht ein bisschen meine Persönlichkeit, Klaus Schmidt, noch reinwerfen. Und ich hoffe, dass das mit der Kombination dann reicht, dass wir die Liga halten. Ja, ich denke, das sind natürlich schwierige interessante Ausgangspositionen, ist ja ganz klar. Aber es sind dann im Anschluss noch immer drei Partien, und wenn man sieht, die Austria ist einige Punkte vor uns und hat heute auch irgendwo Haare gelassen. Das heißt, man kann sich die Punkte auch irgendwo anders herholen. Wenn wir natürlich am nächsten Samstag erfolgreich sein könnten, wird uns das extrem weiterhelfen. Aber ich möchte jetzt aus dieser Partie St. Pölten gegen oder Admira gegen St. Pölten nicht irgendwie an Abstiegsclash als Abstiegsclash irgendwie hochstilisieren, sondern es ist eine Teufelspartie wie jede andere, die da in der Qualifikationsgruppe zu spielen ist. Thomas, bitte. Von den Nerven her kann man ja sagen, wenn man das Spiel heute gesehen hat, ist ihre Mannschaft von der mentalen Seite her gerüstet. Ja, hat mir auch so den Anschein gemacht. Das war eigentlich das Spannendste, wo ich nicht gewusst habe, wie stabil sind die Burschen. Ich hab vor 14 Monaten, da bin ich aus der Kabine raus und habe damals für mich eine mental stabile Mannschaft verlassen. So habe ich zumindest das Gefühl gehabt. Natürlich sind andere Spieler oder sind einige Spieler weg und einige Spieler neu. Aber das war extrem interessant, heute zu sehen, wie stabil und wie resistent das die Burschen sind. Und ich denke, die Ausgangslage, die Mannschaft in dieser Saison schon gehabt hat, die war schon wesentlich schlechter, als sie jetzt ist. Und man sieht, dass es teilweise gewohnt ist, durch Stahlbäder zu gehen. Und deswegen bin ich auch guten Mutes, dass wir da jetzt in die nächsten vier Runden den einen oder anderen Dreier einfahren und dass wir dann am 21. Mai als reguläres Mitglied der Tipico Bundesliga 2021-2022 dastehen. Jetzt noch eine Anschlussfrage persönlich zu Ihnen. Die Welt hat sich in den letzten 14 Monaten extrem verändert. Wir leben von Geisterspielen. Das letzte Mal, als Sie an der Seitenlinie gestanden sind, gab es Emotionen von den Rängen. Und jetzt hört man salopp gesagt, jede Hummel durch das Stadion fliegen. Inwieweit hat sich auch für Sie vom Coaching her da etwas geändert? Und wie schwierig ist es da, auch Emotionen zu erzeugen, um das auch auf die Mannschaft mit hinüberzubringen, was sonst vielleicht von den Rängen kommen wird? Das finde ich eine extrem gute Frage. Diese 14 Monate oder 13 Monate dieser furchtbaren Zeit habe ich zu Hause auf der Couch verbracht, sage ich einmal, die Samstage und Sonntage, wo Bundesliga gespielt wurde. Und in den ersten Partien oder in den ersten Spielen nach dem kompletten Lockdown hat man eben Spiele gesehen und hat sich eigentlich gar nicht vorstellen können, dass man überhaupt eine Emotion reinbringt. Und ich denke, dass sich das in den letzten Monaten schon irgendwo hin so gewandelt hat, dass man trotzdem in den Partien merkt, dass sie die Spieler daran gewöhnen und dass sie sich selbst pushen, dass sie vielleicht von außen den einen oder anderen Input mehr brauchen. Aber es ist trotzdem eine sehr, sehr triste Zeit und ich habe mich gestern mit der Situation auch im Mental irgendwo schon beschäftigt, weil ich mir gedacht habe, was wird da heute sein, wenn ich da
in einem leeren Stadion da herumschreie und ich muss mir wahrscheinlich heute am Abend die Rügigen von meiner Frau anhören, ja, weil ich erst nach 50 Minuten gesehen habe, dass das Mikrofon 10 cm neben mir gestanden ist und es kann sein, dass da das ein oder andere nicht unbedingt jugendfrei Wort gekommen ist, aber mit dem muss ich leben. Danke, ein schönes Schlusswort hätte ich sagen, Kollegen. Dankeschön. Danke euch. Danke, bitte.